Hallo, heute mache ich eine Präsentation über meinen selbstgebauten Lego-Lastwagen. Allerdings ist das hier kein normaler Lastwagen, nämlich er ist ferngesteuert. Hier oben am Anhänger kann man schon erkennen, hier sieht etwas raus. Das ist nämlich der Infrarotempfänger für die Fernbedienung. Im Anhänger befinden sich unter anderem die Batteriebox und halt der Empfänger. Vorne im Lastwagen befinden sich die beiden Motoren, die die Lenkung und den Antrieb steuern. Einmal hier oben befindet sich der Motor für den Antrieb und hier unten, den kann man durch die Windschutzscheibe sehen, befindet sich der Motor für die Lenkung. So. Der Lastwagen ist in Minifigurengröße gebaut. Hier mal der Vergleich. Und ja, wie man schon sehen kann, ist er mit Adidas beschriftet. Auch das Zeichen. Ja. Da er ferngesteuert ist, muss er auch fahren können und das zeige ich euch jetzt gleich. Um den Lastwagen zu aktivieren, habe ich hier auf dem Dach des Anhängers eine Luke, unter der sich der Schalter der Batteriebox befindet. Jetzt die Lenkung. Hier an dem Steuerrad der Fernbedienung, wenn man dort dann dreht, bewegt ihr euch entsprechend der Reifen. Hinten bei dem Antrieb haben wir hier auch entsprechend einen Hebel, der den Antrieb steuert. Und jetzt zeige ich euch gleich, wie es sich auf der Bahn verhält. So, dann lassen wir ihn ein bisschen fahren. Die Kurve. Ein Huckel hoch. So, das war's auch schon. Das war mein Lastwagen. Ich hoffe, er hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal.